Gibt es Fahrräder unter 3000 Euro, namhaft, mit einem ganz tollen Alurahmen, mit Intube, mit Bosch Performance CX, mit einer ganz tollen Ausstattung fürs Geld? Und Nico sagt, die gibt es, wenn man früh genug vorbestellt. Richtig, das war schon 2022 so und wird sich auch für 2023 nicht ändern. Wir hatten ja gerade das Gespräch gehabt, wir filmen ja jetzt noch viele 2022er Modelle. Einige Modelle werden auch durchlaufen, bleiben unverändert im Sortiment. Andere Modelle bekommen neue Farben. Wiederum gibt es natürlich auch neue Highlights, komplett neue Modelle. Im Cube-Sortiment ist es einfach so, dass wir wirklich einige Durchläufer haben. Es gibt nur wenig Anpassungen für das Modelljahr 2023. Und gerade im Hybrid-Sektor, sprich also alles, was mit Motor funktioniert, bleiben die Modelle wirklich annähernd gleich. Wir haben Reactions, wir haben gewisse Änderungen für 2023, was das Smart System natürlich halt auch angeht. Wir kennen das Smart System aus dem oberen Segment mit 750 Wattstunden Akkus oder dementsprechend natürlich auch mit Performance CX. Das wird für 2023 runtergehen, auch auf den Performance-Antrieb in der Verbindung mit einem neuen Kiox-Display bzw. Purion-Display. Also da gibt es einige Highlights, die wir irgendwann dann jetzt auch präsentieren können. Nichtsdestotrotz ist der ein oder andere vielleicht auch leer ausgegangen. Sein Wunschfahrrad ist dementsprechend nicht mehr zu bekommen gewesen. Und darum bieten wir jetzt die Möglichkeit, gerade für unsere Kunden vor Ort, aber auch für die, die von weiter weg sind, ihr Wunschrad für das kommende Jahr schon vorzubestellen. Oder vielleicht sogar dieses Jahr auch schon auf dem Fahrrad sitzen zu können. So, und das ist ein Hotseller. Man müsste mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man dieses Fahrrad nicht in direkt mehrfachen Stückzahlen kauft. Denn nee, Spaß beiseite, 2799 ist eine Kampfansage für das, was hier verbaut ist. Bosch Performance CX, ordentlicher Rahmen drin, Smart SEM ist drauf. Du hast eine tolle Erstausstattung hier mit drin. Die Pedale, die sind auch dabei. Pedale sind auch mit dabei. Sind auch dabei. Preis ist im Endeffekt sogar 2749 Euro. 2749. 2749 und mit der Kombination natürlich halt auch, dass wir den stärksten Bosch-Antrieb haben, den Performance CX und in der Kombination auch mit 625 Wattstunden. Es gibt das One-Modell auch mit 500 Wattstunden. Dann liegen wir preislich 200 Euro günstiger bei 2549 Euro. Viele sagen, das gibt es gar nicht mehr. Es gibt keine guten Hardtails mehr unter 3000 Euro. Da kann Cube, ich habe das System noch nicht so ganz verstanden, die könnten ja einfach die Preise ein bisschen teurer machen. Das wollen die gar nicht. Die wollen also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her immer top sein, Cube. Ja, das ändert sich auch nicht für das Modelljahr 2023, auch wenn wir natürlich von Preiserhöhungen ausgehen müssen. Das ist einfach so. Alle Hersteller werden im kommenden Jahr die Preise anziehen. Unter anderem haben sie es auch schon getan. Und für das kommende Modelljahr wird das definitiv auch noch mehr kommen. Wir rechnen mit Preiserhöhungen im Schnitt um die 10%. Bedeutet also, dieses Rad wird dann auch schon knapp unter 3000 Euro liegen und wird aber auch dann im Verhältnis immer noch im Vergleich zum Wettbewerb ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Wenn ich jetzt 23 bestelle, kenne ich den Preis zumindest oder muss ich da so ein bisschen Rätsel raten? Nein, wir können momentan einfach von dem Preis ausgehen. Wir wissen natürlich noch nicht, ob es noch eine weitere Preiserhöhung geben wird. Aber im aktuellen Fall sieht das bei Cube eigentlich sehr, sehr stabil aus. Wir drehen das Video auch explizit nur für Cube-Modelle, weil wir hier zum einen schon lange die Planung abgeschlossen haben. Wir wissen, was unsere Rückstände sind. Wir können zwar zum aktuellen Zeitpunkt, wir haben jetzt Anfang Juli, noch keinen exakten Liefertermin nennen. Exakter Liefertermin ist auch jetzt, sage ich mal, in der später liegenden Saison in 2022 schwierig. Aber wir können zumindest mal absehen, wann die ersten Räder kommen. Das wird sein, also die ersten Produktionen sind geplant für, ja, sportlich gesehen August, September ist eigentlich realistisch. Man muss einfach natürlich schauen, wie geht es mit den Zulieferern, wann kommen alle Teile. Es werden sicherlich dann noch nicht alle Modelle produziert werden. Es wird im Kern natürlich immer wieder die gängigsten Produkte, das ist unter anderem die Reaction-Serie, ob One, Pro, Race etc. Es wird zum Teil auch ganz klar neue Farben geben. Es wird aber wie immer bei Cube, wir haben ja immer drei Farben zur Auswahl, eine dezente Farbe geben, es wird eine auffällige Farbe geben und es wird eine feminine Farbe geben. Das bleibt oder da bleibt sich Cube absolut treu
Und für uns ist einfach entscheidend, okay, wie kann der Kunde jetzt sagen, ich bin leer ausgegangen, ich hätte gern eins der 23er Modelle oder ich will jetzt den Performance Motor mit dem neuen Smart System haben, ich möchte gern das neueste System, dann kann er uns da gerne kontaktieren, entweder halt vor Ort, telefonisch, per E-Mail, gerade für die Kundschaft, die von weiter weg ist, sollte uns da wirklich kontaktieren, wir rufen da auch gerne zurück und besprechen mit dem Kunden, was er gerne haben möchte. Bildmaterial zum heutigen Zeitpunkt dürfen wir noch nicht rausgeben. Das ist leider so. Aber es gibt wirklich einige Modelle. Du zeigst gerade drauf, zum Beispiel das TM aus der Stereo-Serie wird die Farbe beibehalten. Und auch die Ausstattung wird annähernd identisch sein. So, ist es so, dass ihr natürlich wesentlich schneller zurückruft, wenn die Fahrzeuge über 5.000 Euro kosten? Oder ist das hier bei 2.749 auch schon der Fall? Gibt es auch einen Rückruf? Es gibt immer einen Rückruf, egal in welcher Kategorie oder Preisklasse oder ähnliches. Auch für ein Biobike. Auch für ein Biobike, auch für ein Kinderfahrrad. Auch für ein Laufrad schon, ganz egal. Wir rufen eigentlich immer schnellstmöglich zurück. Telefonische Erreichbarkeit ist immer eine Schwierigkeit in der Saison. Wir gehen die Urlaubszeit, wir haben auch Pandemieausfälle. Das kennt man aus anderen Bereichen oder selber auf seiner Arbeit. Da kämpfen wir natürlich ein bisschen dagegen an, gerade in dieser Saison. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich eher das Team noch aufgestockt, haben diverse neue Mitarbeiter. Und hier geht es aber wirklich darum, dass das nur ein kleiner Kreis der Kollegen macht, die wirklich mit den neuen Produkten betreut sind und dann halt auch genauere Auskunft dazu geben können. Also ich fasse mal zusammen, wer jetzt 23er Modelle haben möchte, kann die jetzt schon bestellen. Die Rahmengrößen sind da. Kann man sich auch auf diverse Rahmengrößen mal draufsetzen, dass man ungefähr mal ein Gefühl hat, wie groß ist ein Rahmen? Wir haben ja schlussendlich Modelle da. Wir haben den Vergleich dazu. Wir können immer mit dem Kunden bestimmen, was ist das passende Produkt. Wir lassen keinen nachher rausgehen und sagen, ah ja gut, aber du hast es ja so bestellt, deswegen musst du es auch so nehmen. Wir wissen um quasi den Bonus des Kunden, dass er sagt, er bestellt quasi blind ein Fahrrad in gewisser Art und Weise und dass wir hier natürlich auch nachher wollen, dass der Kunde glücklich hier rausgeht, Spaß mit seinem Produkt hat und durch diese Situation oder diese Möglichkeiten halt auch vorn mit dabei ist. Also first in, was? Und dann? First out. First out, FIFO. Das gute FIFO-Prinzip, also bei dem Rad hier ganz ehrlich, das lief doch wie Bolle, oder? Da hättest du doch ja, noch also 5.000 Farbe, mehr, oder? Die Farbe ist natürlich, da kann man jetzt nicht sagen, das ist hässlich oder die Farbe gefällt mir nicht. Das ist geil. Überleg mal für das Geld. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Manch andere Hersteller können noch niemals ein Rad in diesem Preisgefüge machen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche nicht viel Reichweite, gehe ich auf 500 Wattstunden. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben das Einstiegsmodell, es gibt nur noch ein Modell unten drunter. Wir haben trotzdem den Top Bosch-Motor, also den Performance CX, wir haben 625 Wattstunden. Wenn wir das Einstiegsmodell nehmen, das Reaction Performance, wie der Name schon sagt, dann kein Performance CX, sondern den Performance-Motor, in der Kombination mit einem 500 Wattstunden Akku liegst du bei 2.449 Euro. Machen ja viele mit Yamaha, muss man sagen. Da ist dann ja der PW oder sowas mit drin. 70 Newtonmeter, langt vielen voll und ganz. Man braucht das nicht. Aber hier habe ich den CX, hier habe ich eine Diore-Schaltung schon mit drauf. Also wer sich auskennt, hier kannst du ohne viel Aufwand zu XT wechseln, weil es ist alles kompatibel, was drauf ist. Brauchst du aber gar nicht. Und das ist ein Einstiegsrad mit Pedalen, die auch, selbst die Pedale sind gut. Also es ist wirklich schlimm. Was habt ihr denn vor? Für das Geld, oder? Für das Geld definitiv. Es ist einfach so, dass Cube hier in diesem Bereich, und ich sage es nochmal, es gibt viele Hersteller, die bieten dort keine Produkte, die fangen nächstes Jahr an, Preislagen 4.000. 3.000 Euro, 3.500 Euro, das ist dann das Einstiegsmodell. Und da bietet Cube eine extreme Bandbreite und da bin ich auch ehrlich, das sind Brot- und Butterräder, die laufen wie geschmiert. Und da kann man natürlich auch vorne mit dabei bestellen, sein. Bitte. Ne? Ja. Man weiß, man kann das noch im Herbst das Rad bekommen. Wir haben gewisse Modelle, die bei uns aus dem Modelljahr 2022 geswitcht wurden in das Modelljahr 23, weil einfach die Stückzahlen nicht reichen aus dem Modelljahr. Also wurde es dann verändert auf ein 23er Modell und somit werden wir auch relativ früh diese Räder schon bekommen. Also die ersten Produktionen sind mal terminmäßig schon in ungefähr 8 bis 10 Wochen. Also das ist also gar nicht mehr so weit weg vom Zeitfenster. Dann sage ich nur, jetzt dabei sein, jetzt Karten lösen, jetzt mitfahren, jetzt dabei sein. Du kennst das?
Ich kenne das, ja. So, also 2.449 Euro für den 500 Wattstunden Akku mit Bosch Performance CX als Cube. Und ganz ehrlich, Cube nehme ich nicht als billige Kirmesnummer wahr, sondern das ist für mich ein hochwertiger Anbieter. Draußen, gerade draußen, erlebt Cube. Also ich bin zuletzt, war mal in Gießen unterwegs, ein Mädchen vorbeigefahren. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Fahrrad? Das war ein Cube, weil die Form einfach klasse ist und die kommt auch super an. Also du kannst da eigentlich nichts falsch machen, oder? Ja, also von daher bieten wir die Möglichkeit, darum dieses Video gilt jetzt nicht nur für die Reaction-Serie, gilt für alle anderen Modelle, ob Kathmandu, New Ride, Stereos, alles was quasi Touring mit diesem Hybridmotor, aber auch die Bio-Bikes, genau dasselbe, auch diese sind schon vorbestellbar. Wir müssen immer noch dazu sagen, wir können als Händler noch nicht, also wir sind noch nicht so weit, dass wir frei bestellen können und sagen, ich hätte gern davon so viel, so viel. Wir leben immer noch in der Zeit der Zuteilung, weil wir immer noch eine extrem hohe Nachfrage haben. Sicherlich wird der Markt sich irgendwann mal auch wieder einpendeln und einspielen. Die meisten gehen aber davon aus, dass es wirklich noch durchaus 1 bis 2 Jahre dauern wird, bis wir dieses Verhältnis einfach haben. Ja. Jetzt dabei sein, jetzt bestellen. Die nächste Fahrt geht garantiert nicht rückwärts, das kann ich euch sagen. Wenn ihr bei WeCycle bestellt, das Ganze könnt ihr entweder vor Ort machen, das heißt, ihr könnt ordern. Muss ich da viel anbezahlen? Was zahle ich an? Nein, wir machen das so, dass wir 200 Euro Anzahlung verlangen, einfach um eine gewisse Verbindlichkeit natürlich auch zu schaffen. Wenn aber der Kunde wirklich sagt, wenn sich Liefertermine weiter verschieben sollten oder krankheitsbedingt sagt, ich kann jetzt doch kein Fahrrad fahren, dann können wir den Auftrag natürlich auch stornieren. Weil wir und wissen, du behältst die 200 Euro? Und ich behalte die 200 Euro, klar. Nein, die bekommt der Kunde zurückbezahlt. Kommt er zurück. So, und das hat der Geschäftsführer persönlich gesagt. Dann, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also, das sind die 22er Modelle, die so oder so ähnlich aber durchlaufen werden. Nico hat Informationen nach der Eurobike, die ist nächste Woche. Wir drehen heute am 5. Juli. Könnt ihr das machen? Und das hier ist ein ganz heißer Scheiß, so muss man sagen. Also dieses Teil hier für 2.449 mit Bosch Performance. 2.749. Nee, für den kleinen Akku. Ja, mit dem kleinen ist richtig. Dann bist du bei 2.549. Ansonsten geht die ganze Kirmes schon ab 2.449 Euro los. So ist es von Cube. Danke. Nico Ockenfels vom WeCycle gibt zweimal, einmal in Riegelsberg und einmal in St. Wendel. St. Wendel. Tschüss. Ciao.